Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Spieltag der TPL. Spieltag Nummer 7, heute die Nervous Edition, wir sind live. Wir kämpfen in circa 10 Minuten. Na? Ja, meine Beine tanzen gerade Polka. Liegt aber daran, dass ich... Deine Beine tanzen gerade Polka. Was ist Polka? Tanz. Ah. Das ist halt sowas wie, keine Ahnung. Es ist egal. Wir spielen heute mit unserem Team Scorvet Union gegen das Team Double and Tangela Town von Shinx und Pares. Ja. Shinxi und Pares. Zwei sehr sympathische Leute, die auch YouTube machen. Link in der Videobeschreibung, ne? Man kennt's. Wie immer. Ja, wir gucken uns ihren Team mal kurz an. Auf ganz spontan, auf ganz schnell. Weil wir müssen auch noch zu unserem eigenen Team kommen. Ja, was ihr halt sehr, sehr viel auch im Match sehen werdet. Wir werden euch auch viel im Match erklären. Wir haben die Zeit dafür jetzt. Ja. Das Video kann sehr lange dauern. Das sag ich jetzt schon, es könnte eine XXL-Folge werden. Aber nee. Oder vielleicht spielen wir auch schnell. Vielleicht spielen wir auch schnell. Wir kalken halt viel. Wir kalken genau. Und ja. Wir sehen, nicht immer wir sehen das physisch offensivste Team der Liga, finde ich. Weil Sie haben 2 bis 3 spezielle Mons. Man kann Zero Aura speziell spielen und sonst gibt es nur noch Aquakalyp und Kotomi. Das war's. Das Team ist verdammt physisch. Und deswegen, also Zero Aura und Charizard ballern halt komplett rein. Nimigma, also insgesamt, deren Team hat so viel Setup-Potenzial, weil sie so coole Mons zu AK-Fähigkeiten haben, die halt setupen können. Nimigma kann geil setupen. The Root ist einfach cool, hat aber kein Knock-Off. Warum auch immer. Ich glaube, das hat kein Knock-Off oder hat es Knock-Off bekommen. Nee, also ich dachte jetzt eigentlich nicht. Amigento Stahl ist super. Keifel, insgesamt, richtig solides, gutes Team. Wir können jetzt nicht so krass drauf eingehen. Und deswegen möchte ich jetzt schon mal über unser eigenes Team reden, euch. Was wir dabei haben, ist absolut, ihr werdet uns fragen, was wir geraucht haben. Wir werden euch antworten, wir wissen es nicht. Ich glaube, das beschreibt es gut, oder? Ja. Dafür müsst ihr erstmal alles funktionieren. Und dafür. Ah, ich liebe Leben. Schneiden wir das raus. Nein, alles gut. Wir haben auf jeden Fall ein krasses Team dabei. Da! Ja. So, man sieht's wieder. Perfekt. Ja. Und es ist das erste Mal Scharfax dabei, Hype. Das erste Mal Scharfax. Das heißt, wir haben das Spiel eigentlich schon gewonnen. Eigentlich schon, wir sind Sieger der Herzen. Wir haben Scharfax dabei, wir haben einen Focus Sash Scharfax dabei, wir haben Moldbreak Scharfax dabei. Mit D-Dance, Stomping Tandem, Scale Shot und Shadow Claw, welches eigentlich Word machen müsste. Gegen alles. Ja. Evolid hat sich nicht so gelohnt, weil das wir vielleicht auch auf einem anderen Mann brauchen. Kommen wir später zu. Und ansonsten, ja. Pyxi. Muss man viel sagen, wir spielen das weirdeste Set der Welt. Wir spielen Sub Belly Drum. Ja, aber nicht Pass, sondern wir benutzen es selber. Wir wollen die mit der Salakbeere zusammen. Oh. Pixie hat einen erstaunlich guten physischen Angriff. Also es hat 70 einen normalen Angriff, obwohl es eigentlich viel lieber speziell angreift. Hat dazu noch physische Coverage. Und deshalb dachten wir uns, wenn die setupen können, können wir besser setupen. Ja. Und deshalb dieses Mal mit der Init-Beere, der Salka-Beere und mit der Belly Drum dabei. Drain Punch, Knuddler treffen wir alles gut, halten uns mit Drain Punch schon mal hoch. Easy. Ja. Pinsir ist auch dabei. Unser Cleaner kann man sagen. Wir haben Moxie dabei, das heißt, es soll wirklich reinböllern. Das Ding kommt eigentlich rein, sobald Mimik mal weg ist. Ja? Ja, und dann drückt es halt Earthquake und gewinnt. Oder einfach nur, es soll einfach irgendeinen Move drücken, irgendwas killen und das war's. Ja, und wir wollen außerdem das Revenge zu Zera Aura, weil es ist schneller mit dem Scarf. Genau. Ja. Dann Miltank ist halt wieder dabei. Wieder physisch defensiv. Nur diesmal mit Scrappy und K-Berry. Denn wir haben uns gedacht, wir spielen Defense Curve Body Press. Mit Milk Drink und Heal Bay, weil wir treffen alles mit Body Press. Wir mit Heal Bay können wir gegen Burn und gegen Toxic agieren. Oder Para oder was auch immer. Alles nice. Ja. Und K-Berry kennt ihr, glaube ich. Das ist, wenn man physisch getroffen wird, kriegt man +1 physisch. Bedeutet, wir überleben den einen Hit ab dem zweiten Hit. Also wenn wir getwohittet werden würden, würden wir wahrscheinlich nur noch getwohittet werden und können vielleicht gegenheilen. Ja, und dann halt Defense Curl. Garmory ist immer noch das normalste Set. Wir spielen diesmal bei Rocky Helmet Study mit Counter, Iron Head, Roost und Defog.
Ja, und dann noch noch zu Luther letzten Mrs. Junior. Ich lasse euch gar nicht erst reden, weil ich gerade im Flow bin und wir uns ein bisschen beeilen müssen, weil wir in 2 Minuten kämpfen. Mrs. Junior mit Rhydon. Also, Mrs. Junior ist Rhydon. Evolid, Lightning Rod, damit wir die scaren, dass wir speziell sind, finde ich. Wir sind ein komplett Fist-Dev. Wir sind schon wieder auf noch einem Fist-Dev-Mon. Ihr merkt, wir gehen nicht von speziell defensiv aus. Was egal wäre, aber auch ein speziell defensives Lora kriegen wir händet. Stealth Rocks, Earthquake, Stone Edge und Protect, um halt zu gucken, ob ein Mon physisch oder speziell ist. Ja, vor allem dieses Aurora, weil wenn das mit Aurasphäre vielleicht angreift, weil es, keine Ahnung, dumm ist, oder Skarm predicted halt und Aurasphäre, dass es der Midground-Play ist, sehen wir halt daran, dass sie speziell sind. Oder sie drücken Thunderbolt auf den Switch-Out vielleicht. Weil sie müssen davon ausgehen, dass wir rauswechseln auf ihren Grassnot. So, ich mach jetzt mal kurz für uns den Kalk auf und schreib mal die an. Und ihr seht uns mit dem zweiten Cut, weil ich das vorhin nochmal rausschneiden werde, hoffentlich merkt ihr das. Gleich wieder, sobald wir im Kampf sind. Fokus, jetzt. Fokus. Okay. Mein Klopapier. Okay, von der Größe her passt das, glaube ich. Oder? Irgendwas ist nicht dabei. Mimikma ist nicht dabei. Apoqualyp ist nicht dabei. Oh mein Gott, bist du noch da? Geht doch noch irgendwas. Aber erstmal guten Tag. Wir sind wieder da. Ich bin's, Tim. Nee, aber... Oh, was fehlt denn noch? Warte. Let me look. Also Mimikma ist dabei, sehr geil. Apoqualyp fehlt. Braviary fehlt. Ja, das ist auch gut. Ich finde, sie haben keinen guten Scarfer. Ja, also. Wir haben halt einen Geistmon dabei. Ist okay. Es ist das Geistmon, was wir eigentlich okay handeln. Ja. Ich meine, Iron Tail macht ja trotzdem noch okay Damage. Ja. Oh mein Gott, guck dir mal an, wie strong Gen Miltank einfach ist. Okay, Miltank. Das sieht mir nach einem Rocks. Also ich glaube, Keifel wird leaden, bin ich ehrlich. Ich sehe auch Golurk. Also ich bin ehrlich, wenn Keifel leadet, dann sehe ich auf jeden Fall den Fracture Lead. Wirklich? Überleg mal, wenn wir jetzt einfach reingehen, Didi drücken. Was weil Keifel tankt 2 Hits von uns. Keifel tankt 2 Hits von uns. Okay. Aber wir haben immer noch. Wir haben immer noch. Wir haben immer noch den Sash. Das heißt, wir kriegen Sword Dance Safe raus. Du meinst Die Dance meine ich. Die Dance. Ja. Und wenn sie dann noch Rocks drücken, können wir sogar einen zweiten rauskriegen. Los. Ja, okay, warte. Kalk jetzt mal kurz. Warte, aber Keifel kann Wie hieß Keifel nochmal? Warte. Das hieß Pillow. Pillow Swine. Pillow Swine. Auf plus 1. Das überlebt auf plus 2 sogar 2 Hits, wenn es Oh Gott, das überlebt viel. Fuck. Ja. Damage gegen den. Den haben wir wirklich nicht so viel, ne? Ja, aber wir haben viele Body Presses und. Warte. Was mir mehr Sorgen macht, ist der Golurk Lead. Golurk Lead müsste. Also eigentlich glaube ich, in Golurk können wir ja mit Fracture reingehen. Ja, gegen Golurk können wir in Fracture reingehen, plus 1 gehen und das Ding mit einer 25% Chance holen. Okay. Na, ich muss noch kurz gucken. Also entweder liegen halt mit Fracture oder mit Rhydon. Rhydon ist halt aber, müssten wir halt immer First and Protect wahrscheinlich. Wenn halt nicht Kaifu oder Dings reingesind, wo vielleicht Rocks kommen. Weil ich sehe halt den Fracture Lead tatsächlich. I don't know. Okay, ich glaube, Kaifu wäre. Ich wäre sogar für den Skarm Lead, wenn Kaifu kommt. Sicher. Ihr ist bewusst, ne? Also, Skarm. Macht einmal gegen Dings kaum was. Gegen Golurk. Ja. Die können einfach Poltergeist drücken und uns zuhitten. Ja. Das macht leider verdammt viel.
Ja. Zumindest wenn sie, wenn sie Bands sind, sorry. Ja, wir haben Rocky Helmet. Wir haben Rocky Helmet, ja, aber und Pillow. Also wir machen jedes Mal mit Iron Head ca. 30%. Ja. Also wir könnten halt reingehen mit Storm, ich sehe es halt okay. Ja, aber weißt du was, wenn Pillow Swine leadet, dann können wir danach immer noch ins Scum, oder? Ja, ja, obwohl ja, eigentlich schon. Ich bin halt für Fracture. Falls Zero Aura Lead kommt. Ja. Oder dann lieber Mizzet. Weil gegen Mizzet können wir auch gegen Golurk drin bleiben und gegen Glurak und gegen alles andere außer The Root. Also sagen wir es so. Ja. Auf plus 1 gegen Zero Aura haben wir eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, das zu gehen, ne? Das ist eine 90% Wahrscheinlichkeit. Ja, aber wir sind langsamer. Ja. I know, aber. Ja, aber den Chip würde ich mitnehmen. Also, wenn wir die Chance kriegen und sie vielleicht Volt Switch. Ja. Das ist jetzt schwierig. Wenn sie ist den Pixie? Pixie Deep? Nein, auf keinen Fall. Okay, okay, dann sage ich Ryzen. Obwohl, warte mal. Ja. Was macht denn Pixie jetzt? Gehen wir mal davon aus, dass jetzt Keifel reinkommt, ja, ne? Ja. Können wir da nicht einfach Pixie-Dinge machen? Nee, die machen die Q zu viel Damage. Ja, aber du hast Kalks gerade mit Advent. Full Attack. Ja, das könnte gut sein. Ich bin für Mizzet oder Scar, sag du. Ich bin für Mizzet. Komm, zurück. 3, 2, 1. Wer kommt? Es kommt Amigento. Sehr Valley, sehr gut. Einmal protecten. Die könnten jetzt einfach hier rocken, ne? Das weißt du. Rocken? Die können die Rocks? Das ist nicht Sea Valley. Nee, Sea Valley kann kein Rock. Sea Valley kann. Das einzige, was nervig wäre, wäre der Tailwind, aber die sind eh schneller. Ich sag, wir drücken einmal Protect und gucken, ob sie Surfer haben. Okay. Sie können auch direkt raus. Nützt dir das nochmal? Auf den Earthquake. Wir können auch einmal Stealth Rocks legen. Warte kurz, lass mich kurz gucken, was Amigento so alles hat. Ja, Amigento kann halt Surfer. Ja, guck mal, Teams. Ihr seht jetzt, wie das aussieht. Wir haben keine Teams vorgebaut, das heißt, ich kann nicht spoilern, ne? Weißt du. Ja. Amigento. Heißt es nochmal. Silvelli. S-I-L-V. Silvelli, wo haben wir es? Hier. Kann das wirklich Surf? Ja. Kann Surf, es könnte auch ein spezielles. Ja, deshalb, ich sag einmal scouten, weil die können kein richtiges gutes Setup machen. Komm, komm. Parting Shot. Defended. Perfekt. Okay, Parting Shot heißt, dass sie nicht gegen uns drin bleiben wollen. Das heißt, sie sind physisch wahrscheinlich. Lass die Rocks legen, oder? Ja, komm. Aber wenn sie jetzt den Surf drücken. Ja, dann wäre halt schon doof. Aber dann. Ja, die Sache ist, warum sollten sie Surf dabei haben? Surf bringt nur gegen Amphira und gegen das Ding was. Ja, das ist auch noch so ein Ding. Das ist kein Amphira-Check. Das ist kein Amphira-Check. Ja, by the way, wieso sollten sie jetzt nicht predicten den Switch-Out? Mhm. Also, wenn sie Surf hätten, dann können sie doch gegen dieses Team einfach Free-Surf drücken, oder? Ja. Lass mal die Rocks legen oder auf Earthquake. Überleben wir denn? Wir überleben kein Surf, safe nicht. Die sind vielleicht, sie sind wahrscheinlich sogar physisch, denke ich. Ja. Also komm, wir drücken einfach mal Stealth Rocks. Let's go. Warte, das ist nice. Okay, nice. In was gehen sie jetzt, ist die Frage. The Root, okay. The Root, geil. The Rocken. Da haben wir den perfekten. Wir gehen ins Skarmory immer, oder? Ja, eigentlich schon. Auch wenn sie plus 2 gehen. Ja. Wir können auch einen Bug of Break und Druck machen. Nee, Skarm. Ja, die Rocks oder wir gehen halt jetzt. Obwohl, nee, wir können einfach mit Skarm countern. Ja. Ja, und Counter macht den Damage. Ja. Oder nicht? Counter macht den 50%, wenn sie uns angreifen halt. Und Iron Head macht halt trotzdem noch guten Damage. Und sie müssen aufpassen für Brave. Ja, das Counter macht dann sogar, glaube ich, noch mehr. Ja. Wir können auch in Mild, weil die müssen jetzt überlegen, was sie drücken. Ich sag, nee, die drücken jetzt YouTube. Ich sag, die drücken. Lass einfach ins Scam gehen. Wenn die dann Zero Aura gehen, dann können wir einfach in. Was ist unser Zero Aura switchen? Ride on, ne? Ja. Okay. Dann kommt, wenn jetzt kommt Zerora, die haben sich selber mehr Damage gemacht als wir.
Ja, der 4%. Das, wieso wollen sie die foggen? Kann sein. Oder sie sind wirklich speziell. Aber dann hätten sie den Dörfer gedrückt. Haben sie Thunderbolt? Ja. Haben sie. Also ich würde einfach... Also ich könnte. Wollen wir einfach im Mizzet Game wieder? Ja. Komm. Weil sie gewinnen das hier nicht auf Dauer. Ja. Weil wir haben die Rocks. Und wenn sie defoggen, dann haben sie schon mal Parting Shot und defog und dann brauchen sie noch irgendwas, um Skarm zu hitten, sonst gehen sie da nicht rein. Ja. Von daher... Also ich sag, Skarm ist safe. Ja, also ich würde jetzt auf Mizzet gehen. Ja. Die drücken ja. Haben, die haben noch nicht gedrückt, ne? Ne, haben sie noch nicht. Okay. Das gefällt mir schon mal. Wenn sie so auf Amigento gehen, dann werden sie wahrscheinlich T-Fong, aber sie müssen auch aufpassen vor Buddy Press. T-Fong kommt, okay. Nice, okay. Dann protect. Wir legen die Rocks wieder, oder? Oder protecten wir wieder, oder? Ja, die können halt wieder Parting Shock drücken, deswegen können wir einfach wieder. Ja, deshalb protecten wir mal lieber und gucken, ob sie wirklich jetzt die Surf haben. Okay, oder okay. Ja, einmal protecten können wir mal. Ja. Oder predicten sie jetzt und gehen direkt raus. Eben, das könnte sein, deswegen Protect. Aber wenn wir Protect drücken, dann können wir halt Turn, wenn die halt Parting Shot drücken, dann wissen sie halt, dass wissen halt, was sie drücken wollen. Ja. Weil die haben, warte mal, die haben auch zweimal Parting Shot gedrückt, ne? Ja, richtig. Wenn sie jetzt normal, wenn sie jetzt normal raus switchen, sind sie ein Choice Item. Drück Protect. Das ist der Ready Steel, das braucht die Steel Disc. Ja, stimmt. Das könnte kein Item sein. Drück einfach Protect dann. Ja. Einfach Protect, wirklich? Mhm. Ich weiß nicht. Wenn jetzt ein Surf kommt, dann sind wir tot. Also, Rhydon stirbt doch wohl bei einem Surf. Ja, okay. Wer kommt denn jetzt rein, wenn wir protecten? Warte kurz, gerade kam The Root rein, wir protecten. Sie gehen nicht raus? Multi-Attack? Okay. Das ist die Stahlattacke. Ja, wir drücken Earthquake, oder? Wir killen die. Ich werde erstmal gucken, ob Multi-Attack uns geht. Nein, Multi-Attack geht uns nicht. Wir können. Wir killen die aber auch nicht 100%, ne? Was ist hier, Valley? Wenn die offensiv sind, killen wir die nicht, warte. 94%, ja. Hier, Valley Steel hast du gekalkt. Ja, 50%, wenn sie 94% sind. Und offensiv sind natürlich, ne? Bei uns, also bei mir macht hier Valley Steel, are you mixed attacker, right? Aber wir killen nicht. Ja, wir machen 85 bis 101% bei mir. Ja. Ja, es ist eine 50-50 auf der Lebensanzahl. Und sie machen 39% maximal. Ich sag, das lohnt sich jetzt nicht. Ich sag, wir legen nochmal die Rocks. Ich bin für Earthquake. Egal, was reinkommt. Okay. Das Einzige, was reinkommen könnte, wäre Glurak. Ja. Ja. Okay, eben. So nach Earthquake? Ja. Sie wollen das Ding anchippen. Und sie sind noch nicht in Zero Aura gegangen. Mhm. Ich finde, das lässt schließen, dass sie physisch sind. Deshalb... Wenn sie jetzt multit, können wir nicht einfach ins Skarm? Oder wir gehen halt jetzt einfach auf Earthquake und killen das Ding vielleicht. Ich weiß, aber können wir wirklich einfach auf... Ich bin halt dafür einfach, wirklich. Legit. Ja. Ja, aber sie sind physisch jetzt. Das ist klar. Das heißt, wir gehen nicht gegen Skarm und dann können wir uns nochmal gegen roosten. Ja, das heißt, wir gehen jetzt erstmal auf Earthquake. Wirklich? Aber für den Chip, ja. Weil wir dann gegen mit Skarm auch... aber lieb... Nein, ja, ich würde auch... Bro, wenn die jetzt Parting Shot drücken, dann damagen wir irgendwas anderes. Wenn sie Root reinkommt, damagen wir halt das. Na, die haben... Bei Ground Types dabei zum Beispiel auch, ne? Mhm. Wir haben jetzt halt okay, nichts. Weil Rihorn ja auf 100% ist halt immer noch cool, weil wir dann vom physischen Zeroron Grassnot leben. Ich weiß. Deshalb, das ist gerade sehr schwierig. Ich wäre halt für den Skarm-Play, weil auch wenn sie dann in irgendwas rausgehen, weil sie drücken jetzt nicht Parting Shot, oder? Ja, doch, könnten sie halt. Dann ist auch die Überlegung Death Rock, weil wenn mit Parting Shot. Ja, mit Parting Shot machen wir nicht viel Damage, I know, aber wir machen Chip halt irgendwas. Der Chip ist Chip, Bro. EQ von dem... Und dann EQ'n. Ja. Okay. Wenn sie jetzt auf The Root wieder gehen, dann können wir halt gleich einfach wieder auf Skarm. Wenn sie jetzt wenn sie auf Zorak gehen, das werden sie nicht tun. Gut, das Gute ist... Wir könnten aber auch diesmal theoretisch auf Miltank. Ja. Gegen The Root können wir vielleicht... Das ist physisch, das ist sehr wichtig, dass sie physisch sind. Ganz kurz, Miltank gegen The Root. Ja, ich gucke auch mal kurz, ob das The Root speziell ist. Hat das uns Damage gemacht? Ja, ne? Ja, U-Turn. The Root wird nicht speziell, das wird dumm. Das stimmt aus dem...
Gegen The Root können wir uns gegen The Root können wir tatsächlich mit Miltank uns gegenhalten. Ja, sie gucken gerade, was am besten gegen. Okay, sehr gut. So ich bin ehrlich, wir gehen hier auf Miltank. Miltank? Hör mir mal zu. Was sollen sie gegen uns drücken? Was könnten sie gegen Miltank dabei haben? Haben sie CC? Hat sie Root CC? Glaub schon, ja. Aber was haben sie letztes Mal gedrückt? U-Turn, ne? Ja. Und wenn wir mit Miltank drin sind, was wir reinkommen? Warte mal, können wir nicht einfach einen noch krasseren Play machen und einfach hier auf die Stealth Rock gehen? Ja, aber die könnten uns halt immer noch angreifen, wir müssen raus. Die one-hitten uns mit Power Whip. Oder, ich weiß. Warte mal, tun sie das? Wenn wir nicht protecten, weil sie sehen ein bisschen choice aus, finde ich. Warte kurz. Weil der Root mit... Hör mal ganz kurz zu. Ja, ja? Ich will jetzt nur kurz gucken. Wo haben wir es? Namen, da. Nee, das ist der falsche. Da. Die killen mit Power Whip eben nicht. Können wir dann nicht einfach immer auf die Stealth Rock gehen? Die killen nicht mal mit Adamant Power Whip, ne? Ja, oh mein Gott. Bruder, weißt du, was sie sind? Sie sind banned. Of the Root. Meinst du? Sie haben mit Choice. Sie haben 4,8% gemacht. Das kann nur banned sein. Ja. Auf Scarm. Ja, das kann nur banned sein. Ja, kann nur banned sein. Dann müssen wir raus da. Nein, dann drücken wir Protect und gucken, was sie tun. Na, warte. Oder? Kurz. Wir haben gerade nicht geprotected. True. Wir drücken jetzt Protect. Warte, wir hatten die letzte Runde nicht geprotected. Ja, genau. Ja. Wir haben. Okay, nice. Protect. Gut, wir haben jetzt rausgefunden, sie sind banned. Das ist sehr wichtig. Mhm. Sonst würde der Kalk absolut nicht passen. Ja. Adamant dürfen sie sich eigentlich nicht erlauben, weil sie Speed heilen halt mit Zoroark. Das ist sehr interessant. Banned. Das ist aber sehr wichtig, weil dann wissen wir schon mal, Zerora ist kein Band. Ja. Was schade ist. Ja, auch nicht so. Jetzt drück einfach Protect. Ja, hab ich. Sie überlegen noch. Danke, sie überlegen noch. Ja, bisher, Kampf sieht okay aus, I guess. Ja, ich sage, wenn sie jetzt nochmal U-Turn. Werden sie. Drücken wir jetzt einfach Stealth Rock, oder? Ja. Yep. Gut, wir gehen auf Scum und drücken den Chip rein, aber ich glaube, ich bin für die Stealth Rock. Mhm. Obwohl, Scum-Chip wäre halt auch nice, ne? Und wir gehen jetzt halt auf Miltank. Oh ne, die U-Turn, das ist halt... Ja, die U-Turn und dann gehen sie auf Zerora. Stealth Rocks ist besser. Ja, weil dann müssen die wieder in Sivelli. Ja. Ja. Jetzt will ich wissen, was ihr drückt. Ja, sie sind auf jeden Fall banned, sonst würden sie jetzt nicht nochmal U-Turn. Müssen sie in Band. Ja. Okay, Band, also es ist ein Band to Root, das wissen wir jetzt. Ja. Das ist gut, dass wir das rausgefunden haben. Jetzt die Stealth Rocks liegen wieder. Denk dran, Glurak kann nicht reinswitchen, wenn die Rocks liegen. Das wäre einfach... Naja, die Rocks kommen erst nach deren Switch. Also jetzt könnte Glurak kommen. Noch. Aber es ist, also das Ding ist, das ist nicht das gefährlichste Glurak. Glurak Y ist gefährlich, aber das einfach Solar Beam drücken. Ja. Weil gegen das leben wir sogar einen Hit und können dann sogar auf die Stonehenge gehen. Weil wenn sie sich... Weil das trifft sowohl die normale als auch die Megaform sehr effektiv. Voice Band. Ja. Wie viel Damage hat's gemacht? 11% auf Rayhorn. Rhydon, 11% mit. Ja. Die sind auf jeden Fall Jolly. Ja, und Band. Ich sag, die sind Jolly Band einfach. Ja, sind sie, die sind Jolly Band. Das passt vom Schaden her. Ja. Okay. Ja, sie gucken gerade, weil wir wissen jetzt, dass sie banned sind. Das ist sehr gut, weil immer wenn Rion reinkommt und sie in The Root gehen müssen, können wir immer protecten und gucken, was sie tun. Ja. Also The Root ist kein Counter mehr gegen uns. Ja, das ist eine sehr gute Ausgangssituation, weil sie müssen eigentlich immer U-Turn, weil wenn sie einmal Power Whip drücken, dann können wir einfach ins Scarm raus. Dann müssen sie immer double. Nein, dann gehen wir Miltank raus, weil dann sind wir plus 1. Ja, sie dürfen halt nicht auf die Pflanzenattacke gehen, weil wir könnten seriously Sepsipper haben. Ja. Okay. Das Ding ist physisch, das Pillowswine kann nur physisch sein, Golurk ist physisch auch viel besser. Zerora, ich sag, wenn sie speziell werden, werden sie doch da reingeswitcht, oder? Nicht in The Root, oder? Was jetzt? Vorhin, sie sind ja wegen Parting Shot ausgegangen, richtig? Golurk, okay. Okay, nice. Golurk macht Schaden. Ja, Scarm. Warte.
Gulag, sagen wir mal, die spielen Staff Rock Gulag, das kann ich mir gut vorstellen, ja, dass sie jetzt auch selber Rocks legen wollen. Wir sind langsamer. Wir sind langsamer. Ja. Garm. Scam, 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 Scam kriegt halt von. Was hat Golurk alles? Ich muss jetzt kurz gucken. Ja, Golurk hat auf jeden Fall Poltergeist, seit Earthquake, Stealth Rock, ja. Das kann. Und es hat so eine Fähigkeit. Ah, nee. Und es kann Dynamic Punchen übrigens, also davon müssen wir nicht auch. Nicht nur Dynamic Punchen. Es kann auch Thunder Punchen. Ja. Das ist gerade tatsächlich kacke. Und wenn sie Bands dann two-hitten, die unter Dings. Ja, aber können wir einmal ins Garm gehen und gucken? Nee, aber wir könnten Metank gehen. Theoretisch könnten wir jetzt Metank durchziehen. Ja, oder drücken sie jetzt? Glaubst du, sie drücken jetzt? Dynamic Punch. Glaubst du das? Dynamic Punch. Wenn die Dynamic Punch jetzt drücken, ne? Wenn wir im Metank drin sind, dann töten die uns damit nicht. Wirklich? Okay, cool. Dann ja, gehen wir Metank. Weil die Beere halt sich aktiviert. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir Metank, oder? Und dazu, warte, Metank ist schneller. Ja, jetzt gehen wir Metank und schippen diese Eisengolem an, oder? Ja. Ender. Poltergeist kommt, Poltergeist immun. Wir kriegen halt keinen Boost, aber wir können jetzt Defense curlen. Ja. Oder drücken wir einfach Body Press und chippen alles, was irgendwie kommt. Nee, Defense curl einmal. Vertraue mir. Drück jetzt Defense Curl, bitte. Ja, wir fahren jetzt den Setup, Leute. Ja. Let's go. Oh mein Gott. Die Live-Aufnahme läuft gerade echt gut. Ja. Das Glück der ersten Aufnahme. Earthquake, easy. Plus 2. Jetzt nochmal Defense Curl. Ja. Wir haben jetzt ein Problem. Die töten uns nicht ab dem Punkt mit Zero Aura, oder? Das Ding kann kein Haze, ne? Nein, ich sehe nichts von dem, was Haze kann. Und Pillow Swine sind wir schneller und böllern die mit Body Plus weg. Also es hat nichts von denen, irgendwas gegen unser Snap. Okay. Oh mein Gott, das sieht gerade extrem gut aus. Können wir nicht mal gucken, wie viel wir auf plus 2 Body Press machen? Klar. Kann es dir auch sagen, wenn du willst. Plus 2 kämen wir nicht. Nee, aber. Ja, weil wir kämen plus 4. Nee, aber plus 3 ist halt absolut GG schon mal, ne? Weil was sollen sie jetzt haben? Sie könnten halt jetzt gegen uns. Könnten sie drücken. Sie könnten. Hat das den. Das ist der CC. Okay. Dynamic Punch ist welcher Typ? Leute, wir sind wieder da. TJ ist back. Ich hab gesagt, dass ich einen Cut mache. Mein ganzes Scheiß ist gerade disconnected. Komplettes WLAN gerade ausgegangen. Egal, bist du wieder da? Ja, okay. Drück nochmal Defense Call. Oder soll ich jetzt? Warte, ich muss kurz reconnecten. Soll ich einfach Defense Call schon mal drücken? Wir haben ja gesagt, wir einigen uns darauf, dass wir es drücken. Ja, warte. 3, 2, 1, okay, bin wieder da. Ich drücke jetzt Defense Call. Okay, mach. Ich werde dann Cut rein. Die bleiben drin? Was? Die bleiben drin. Okay, wir werden jetzt einmal Make Drink drücken. Ja. Ja. Sie denken, wir haben keinen Scrappy. Ja. Ja, wenn sie rauszwitschen, sind wir Full HP. Dann tanken wir auch einen Zero Aura Hit und dann nehmen wir die mit Body Press raus. Ich muss gerade mich umpositionieren, weil ich muss den Computer gerade so stellen, dass das Kabel gut connected. Sie müssen halt wenn sie nichts Spezielles haben, gewinnen sie nicht. Dann könnten wir das sogar sagen. Dann haben sie eigentlich jetzt schon verloren. Dann haben sie jetzt schon verloren. Der Aura kommt. Können wir jetzt einfach bitte Body pressen? Ich gucke jetzt, warte ganz kurz. Der Aura, ne? Ja. Physical Pivot auf plus 3 macht nichts. Und wir können hier einfach Body pressen und es killen. Wahrscheinlich zu einer hohen Prozentchance zumindest, weil Rock Damage. Special ist halt so die Sache gerade. Die mehr. Ja. Special machen sie mit Auras 4 Hälfte. Also sie müssen jetzt. Sie killen uns nicht. Wir können jetzt Body Press drücken. Wortswitch kommt. Okay, sie drücken Wortswitch. Die sind speziell. Die sind zu 100%. Die sind speziell live.
Korb. Siehst du ja, es geht nicht. Sehr gut, wir können uns wieder hochheilen. Digga, was ruft mich der Keck denn jetzt an? Das Finanzamt, Leute, aus dem letzten Part. Guckt euch das gerne an. Mhm. Wir drücken Milkdrink. Wir drücken Milkdrink. Sie denken, wir hacken? Ja, ich sage... Warte kurz, ganz kurz. Ich will nur den Damage kalken. Ja. Können wir jetzt nicht einfach plus 6 gehen? Wir könnten jetzt hier noch... Ne, ich habe halt Angst, dass der Voltage zu mir macht, beziehungsweise Auras 4 killt uns auf der jetzigen Prozentschaltungsfrequenz. Ja, aber was? Die sind Modest Life Orb. Modest? Wir können jetzt hier einfach Body pressen eigentlich, oder nicht? Wenn sie jetzt rausgehen... Warte, sind sie nicht einfach timid? Nee, die sind modest. Die sind modest, zu 100%. Tim ist full Spez Attack Life Orb. Macht nicht über 50, also macht 50,8. Die haben 51 gemacht. Oder nicht? Und wie viel haben sie gemacht? Nee, 49, sorry. Dann sind sie full Spez Attack. Das kann timid sein, das kann timid oder modest sein. Wissen wir noch nicht. Ja, aber die chippen sich selber. Ja. Können wir jetzt die einfach, eigentlich können wir jetzt Body Press drücken. Ja, oder einmal noch... Weil egal was reinkommt, es stirbt fast. Na, oder können wir uns einfach auf plus 6 Defense callen, falls... Nee, wenn jetzt Zero Aura noch... Also, wenn sie jetzt rausgehen, wir nochmal Defense callen, kann Zero Aura uns potenziell gehen. Einfach Body Press. So, das Ding ist tot. Erster Kill für Miltank. Ja, okay, ein Kill Miltank. Sie drücken jetzt wahrscheinlich Zero Aura wieder Volt Switch. Aber ich glaube, ich hätte noch mehr Defense Cards gefehlt. Die müssen jetzt... Alles von denen ist physisch eigentlich. Ja, außer Zero. Die Rocks liegen übrigens für Charizard. Das ist gerade mega geil. Die Rocks liegen auch für Zero Aura. Ja, und Zero Aura chippt sich gerade... Übrigens, Zero Aura ist mittlerweile in Earthquake Pinsel Range. Golurk ist weg. Das ist wichtig für den Sweep. Für Pinsel. Alter, Mid-Tank, let's go. Oh mein Gott, unser Mid-Tank-Set mit Defense Call. Das macht Work. Ey, ich hab dir gesagt, das funktioniert. Habe ich mir das nicht ausgedacht sogar? Wir haben uns beide überlegt. Diesmal haben wir viel beide gemacht. Ja. Wir haben echt zusammen gut geraucht, unsere Köpfe. Wir haben gut geraucht. Leute, nicht falsch verstehen. Die Demonetarisierung ist da. Okay. Oh mein Gott, ich zitter ein bisschen grad. Ja, ich hab so Angst, dass... Ich glaube aber, sie haben keine Aurasphäre auf Zero Aura. Sonst hätten sie es doch wahrscheinlich gedrückt, obwohl... Ja. Der Match ist halt echt really huge, ne? Ja. Wenn jetzt bis Zero Aura reinkommt, können wir eigentlich... abonnieren. Es kommt The Root rein. Wir sind eigentlich langsamer, es ist aber immer noch Bans The Root, ne? Ja. Können wir nicht einfach nur einen Milk trinken? Du willst Milk trinken. Warte, ich will jetzt gerade kurz was gucken. Was hat The Root, um jetzt anzugreifen? Guck bitte nach. Okay. The Root. PokeWiki. Schon lade. Du guck doch einfach in Showdown, bist du dumm? Kann CC. Nee. So. Ja. Es kann Durchbruch, Vergeltung, es kann Fußkick. Close Combat macht uns ca. 50%, also 40%, 35 bis, CC macht sogar weniger, Dark Lariat macht sogar mehr. Du hast recht, Dark Lariat haben sie ja. Aber dagegen können wir uns auch gegen Milk trinken. Ich sag, wir drücken einmal Milk Drink, oder? Okay, komm. CC kommt, wir Milk trinken. Ja, jetzt, da sie Bands sind, können wir jetzt nochmal auf Defense Call gehen, oder? Ja. Weil wenn sie rauswitchen, haben wir halt den Boost free. Sie warten auf Crit. Müssen sie halt. Wir drücken jetzt nochmal Body Press. Wir drücken jetzt nochmal Make Drink. Ja, falls sie jetzt rausgehen. Ja. Bitte kein Crit. 4%. 4%. Ey, also wenn die jetzt gecrittet werden, dann... Eigentlich dürfen wir nicht gecrittet werden, weil du bist der uns bei sowas crittet. Ja, genau. Ich sag, die werden uns auch nicht critten. Das sehen sie ja übrigens auch gerade, dass sie zu wenig Damage machen. Jetzt stell dir vor, sie gehen jetzt in Zero Aura. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie bald Silvelli abwerfen, damit die Rocks weg sind. Sie müssen eigentlich bald irgendwas abwerfen. Und dann noch was abwerfen. Ja.
Und sie müssen Zero Hour übrigens opfern. Wenn sie Zero Hour opfern, haben wir gewonnen, ne? Ja, dann haben wir actually... Naja, es ist nicht safe, aber es sieht dann halt mega aus, weil dann Pixie schneller ist. Starfax. Ja, sie überlegen gerade echt lange. Ich hoffe, sie wechseln raus. Das wäre der Best Case. Was ich mir halt dachte, dass sie jetzt Darkest Lair... Okay, sie bleiben drin. Wir müssen jetzt eigentlich... Obwohl, warte... Defense Curry? Nee, wir drücken jetzt die Body Press. Wir kennen das Ding jetzt. Nee, aber wir können doch auf Plus Links gehen, oder? Nee. Will ich nicht. Ich habe scheiße Angst vor Crits. Geh auf Body Press. Weißt du, warum? Wieso? Das Ding macht uns jetzt auf Plus 4. Bandit, ne? Macht es uns... maximal 26 Damage. Ja. Ne, wenn, okay, wenn es Element ist, sogar mehr, aber Element ja, Damage. Aura, Element, warte mal kurz. Ja. Oh, ich hab den Tab geschlossen, oh mein Gott. Oh je, warte, ich kalke. Was willst du kalken? Element, das ist genau die kompletteste Minroll für Element. Deswegen gehe ich mal nicht davon aus, dass die Element sind, sondern dass sie Jolly sind. Ne? Ja. Sonst sind die Jolly. So, machen sie maximal 26%. Wir kommen dann auf wie viel Prozent? Warte, 69 oder 69. Und dann haben wir eine gute Chance, uns zu killen. Zero Aura Double Life Orb. Also, ich mach mal Life Orb jetzt, ne? Ja, ja. Pack das Full Timid ist es, das habe ich nachgekalkt. Ich Timid oder ich bin halt mir immer noch sicher, ob es Mod ist, das vielleicht sogar. Nee, es ist Timid. Timid, ne? Ja, Full Spitz Attack und ein Life Orb. Bolt Switch. Die könnten ja, also. Bolt Switch und jetzt muss ich noch gucken, Thunderbolt. Haben sie beides, ne? Ja. Auf 69% killt Thunderbolt nicht. Ja, aber Aurasphäre? Aurasphäre schon. Aber wir könnten halt trotzdem noch ein zweites Mal Body pressen. Und hoffen, dass es misst, weil Aurasphäre kann missen. Was Aurasphäre ist der Move, der Safe trifft. Wir müssen nochmal einmal das Defense Curl Spielchen durchziehen. Sicher, warte kurz. Ja, weil sie müssen jetzt hier drin bleiben. Sonst verlieren sie. Ja, wenn sie jetzt rausgehen und wir Defense Curl drücken, dann gewinnen die. Weil die haben dann uns kein Damage gemacht. Ja, komm. Ja, dann leben wir safe. Komm, einmal Defense Curl noch. Wir müssen noch einmal das Defense Curl Spielchen durchziehen. Und jetzt müssen wir Make Ring drücken. Ja, oder nochmal Defense Curl? Sicher? Eigentlich schon. Komm. Wir gehen auf plus 6. Drücken einfach Body Press. Drücken dann Milk Drink. Oder gehen sie jetzt raus? Gehen sie jetzt raus? Ja, komm, wir müssen eigentlich diese Rotation behalten. Milk Drink jetzt. Ja. Ja, wir drücken jetzt Milk Drink. Ich glaube, die gehen jetzt noch nicht raus. Sie überlegen. Es ist so ein bisschen Story. Es tut mir leid. Ey, wirklich, ja, aber. Ja. Aber es ist gerade einfach unser Play. Ist auf so. Plus 5 gewinnen wir eigentlich. Ja, wir gehen raus. Sehr gut. Auras 4 geht nicht, wir müssen jetzt einfach Body Press drücken. Ja. Jetzt heißt es Body Press drücken und irgendwas scannen. Ja, bitte Zero Aura. Wort Switch kommt. Irgendwas stirbt jetzt. Zero stirbt. Ja. Das war, ich wollte gerade sagen, das ist das, was sie eigentlich hätten früher machen müssen. Es kommt direkt rein. Hier reicht ein Thunderbolt. Wir müssen eigentlich jetzt raus. Nämlich, ja. Hier reicht auch eine Auras 4. Soll ich sagen, Auras 4, was von uns tankt am besten eine Auras 4? Eine Auras 4. Weißt du was, killen die Pins hier mit Life Orb jetzt? Wir sind schneller, ne? Ja, sie haben Zero Aura abgeworfen. Pinsir ist auf jeden Fall gerade noch unsere Wincon. Pinsir killt Zero Aura, wir killen Stahlflosse. Wenn sie Aurasphäre benutzen, ne? Ja. Aurasphäre killen sie uns nicht. Thunderbolt killen sie Bug nicht. Also, warte ganz kurz wegen Miltank nochmal, ne? Ja. Das Ding stirbt jetzt durch eine Aurasphäre. Aber. Ja. Und durch einen Volt Switch. Volt Switch killt nicht. Thunderbolt ja. Stirbt es. Und ich bin ehrlich, sie gehen hier, wenn sie nicht auf Aurasphere hier gehen, sondern auf Thunderbolt, dann wissen wir, dass sie zu 100%, also wir gehen hier auf Pinsir, dürften uns eigentlich, sie killen und, warte kurz, noch nicht drücken,
Die killen uns nur, wenn sie tatsächlich modesten. Aber da, mit Modest hätten sie halt mit Void Switch auf Miltank über 50% mindestens einmal gemacht. Ja. So, deswegen. Oder wir gehen mit Mizzet und. Und Pinsir stirbt auch nicht hundertprozentig, nur 25% Chance von dem Thunderbolt. Also. Ja. Können wir hier in Pinsir? Wir können hier in Pinsir. Weil wir gönnen uns halt jetzt mit Close Combat einen Moxie Boost. Oder ich fände es halt viel safer, wenn wir jetzt was abwerfen. Ich werde fast schon für Raiden. Ich wäre jetzt auch für den Raiden-Play, weil sie können jetzt hier eigentlich free. Oh mein Gott, ich habe aus Versehen gedrückt. Das meine ich. Deswegen drücken wir nicht Raiden. Ja, ich habe aus Versehen gedrückt. Aber warte, die chippen sich gerade selber zu Tode. Wir können. Idiot! Raiden ist jetzt halt absolut low. Wir können jetzt protecten. Gucken, was sie machen. Ja, sie drücken einfach nochmal Aura Sphäre. Aber wenn sie jetzt, aber warte, wenn sie jetzt nochmal, wenn sie nochmal Aura Sphäre drücken, gehen wir danach auf Pinsir, okay? Weil dann haben wir nämlich nur ein Aura Sphären damit. Okay. Weil ich will Pinsir nicht auf die Range machen, dass Pinsir in Rocks Range. Oh mein Gott, Alter, ich hatte. Pinsir wäre so gut gewesen. Warte. Ich gucke jetzt mal wegen Pinsir, ne? Ja, okay, sie drücken Aura Sphäre, wir gehen in Pinsir, oder? Wir gehen in Pinsir, bitte. Oder werfen wir. Nein, wir gehen in Pinsir. Bitte drückt Aura Sphäre. Ja. Macht nichts. Gut, jetzt haben wir nur drei. Okay, können wir jetzt bitte einfach Close Combat drücken? Können wir CC drücken? Wir können CC drücken. Ja, Terror Aura. Also, Stone Edge finde ich nicht hier. Warte kurz. Ich will nur kurz gucken. Ja. Charizard X. Ja. Guck mal, der Player hat sogar Sinn gemacht, weil jetzt hat Pinsir, ist Pinsir nicht in Rocks Range. Das heißt, wir können nochmal rauswechseln. Und denk dran, die Team. Ich will Stone Edge drücken. Was? Oder, obwohl, nee, komm, CC. Wir müssen CC drücken. Das Ding ist, wir müssen dann aber gegen Charizard rausgehen, ne? Dann wahrscheinlich in. Nee. Denk dran, aber die megern sich übrigens. Ja, die könnten sich megern. Die müssen, aber wenn sie nicht megern, deswegen. Ja, wenn sie aber jetzt reinfischen, sie kriegen ja jetzt 49%, ja? Dann kriegst du nochmal Close Combat reingedrückt und danach können wir immer noch Raiden abwerfen. Komm, mach. Close Combat, oder? CC. Pillow Spine! Ja! Ja! Nochmal CC! Nochmal. Yes! Warte, ein killt Ice Shard. Pillow Spine. Was war das für ein. Ist das Max HP Pillow Spine? Ich weiß es nicht, das hat kein Damage gemacht, glaube ich. Warte, also wie viel Adamant Full Attack macht killt nicht mit Ice Shard. Nein. Wir können jetzt CC drücken. Nice. Pillow Swine ist so wichtig, dass das angechippt ist. Oh mein Gott. CC, drück einfach CC. Ja. Ja, egal, das ist gerade sehr krass. Ice Shard kommt, Ice Shard macht nichts. Ja, es killt nicht. Wir sind immer noch nicht in Rocks Range, wir kriegen den Moxie Boost. Ja. Oh mein Gott. Die hätten auf Glurak gehen müssen. Ja. Weil Pillow Swine ja abwerfen. Pillow Swine war noch ihr Notfall. Und wir haben immer noch übrigens Sash Fracture. Oder ich glaube, das ist der Win. DC. Ich glaube. Ja. DC macht halt auf plus 1 nur 50% auf Charizard. Beziehungsweise auf Charizard Y. Na, also wir killen Charizard Y nicht mit einem CC. Doch, nee. Bruder, obwohl doch, nach Rocks schon. Ja, Bruder, das ist Charizard X übrigens. Ja, und übrigens, wir killen, wir haben gewonnen. Wir müssten jetzt eigentlich alles killen. Wir können einen Timer anstellen, ist in den Regeln erlaubt. Nee, ich möchte keinen Timer anstellen, ich bin nicht los. Ich heiße nicht Franklin. Oder Benny fast. Ja, oh mein Gott. Charizard kommt rein, wir drücken CC. Wirklich killen wir? Wir drücken CC. Wir killen. Wir sind plus 1. Das normale Charizard. Ah, das normale. Darf ich kurz sagen? Also, das normale Charizard, ne? Das heißt, ich nehme jetzt mal zum Beispiel Choice Specs und pack einfach mal die Specs weg. Ne, weil das ist ja so, wie ob sie kein Item hätten. Mit Overheat killen die uns und mit einem CC plus 1. Oh, killen wir, glaube ich, nicht mal. Können wir nicht einfach hier was abwerfen? Willst du was abwerfen? Wir können, ja, ich meine. Also ich muss nichts abwerfen. Ich nur mal so anmerken. Ja, die müssen ja jetzt nicht megern.
Ja. Wenn sie nicht. Wir könnten halt aber auch einfach Buck abwerfen, jetzt einfach auf CC gehen, oder nicht? Nee, Buck gewinnt hier noch das Game safe. Ja, aber. Was ist, wenn sie jetzt megern? Also, sie müssen ja eigentlich. Was ich jetzt hier sehe, ne? Ja. Sie müssten eigentlich gegen Pinsir ihren Fire-Type-Move drücken. Richtig? Ja, weil sonst haben sie verloren. Und ja. Dann sind sie tot. Weil sie müssten eigentlich Fire-Charge spielen. Flabbit spielen, oder nicht? Ja. Deswegen finde ich CC. Gegen die anderen beiden gewinnen wir mit Miltank. Nein, Zero Aura ist speziell. Der Zero Aura kann immer noch gegen uns alles gewinnen. Fracture. Fracture auf der Range. Wir können einfach Fracture D-Dance drücken und gewinnen. Nee, wir sind langsam mit Zero Aura. Jetzt lass mir. Okay, wir werfen irgendwas anderes ab, bitte, okay? Nicht Pinsir. Pinsir gewinnt uns noch das Game. Ich will jetzt CC drücken. Bro, bitte vertrau mir. Nein. Vertrau mir. Ja, aber. Believe in me. Wenn sie jetzt. Believe in me. Ja, ich sag dir wirklich nur eins. Sag nichts, schweig einfach und drück CC. Ja, okay, ich möchte nur wirklich nur noch was anmerken. Wenn sie jetzt auf in der normalen Form bleiben, okay, und Dragon Dance drücken. Ja. Dann können wir in Pixie einfach reingehen. Ja. Wo ist das Problem? Wenn sie die denn. Wir haben gegen alles eine Antwort. Ja, aber ich möchte gerne irgendwas abwerfen. Bitte nee. Und übrigens, wenn sie jetzt DD drücken, dann sind wir vielleicht sogar noch schneller. Was? Nein, also können wir einfach CC drücken, bitte. Aber. Drück einfach CC. Drück oder ich mache es. Drück oder nein, nicht. Aber warte, wieso willst du Pinsy abwerfen und nein, Raiden? Hör mir einfach zu, vertrau mir. Ja. Ja, wieso ist aber Raiden nein, wichtiger? Nein. Bitte. Ich sag ja nur, wenn Zero Aura noch irgendwie Volt switcht gegen ich uns. Ich sehe noch ein 6-0, Bro. Was? Oder warte mal ganz kurz. Darf ich dich was fragen? Was? Ich bin ehrlich zu dir, ne? Ja. Jetzt mal Charizard. Fuck, das Ding hat kein. Es hatte keinen physischen Angriff, richtig, ne? Aber was würde es drücken wahrscheinlich, wenn es. Sagen wir mal, dass es. Muss Jolly sein, ne? Ja. Das wissen wir beide, richtig? Ja. Ja. Muss wirklich Jolly sein. So, wenn es Jolly ist, mit 252 und Flareblitz drückt. Ja. Wir haben. Das reicht nicht. Wir könnten halt auch hier ein Fracture raus. Nein, ich würde jetzt Mizzet abwerfen. Ich würde jetzt Mizzet abwerfen. Ich guck gerade, ob wir irgendwas noch anderes machen können. Ich aber komm, jetzt gehen Mizzet. Ja, danke. Weil Pinsel wirklich gewinnt, ist noch das Game. Edens kommt. Ja, ist okay. Sie müssen jetzt nämlich angreifen. Wir drücken hier Stonehenge, richtig? Aber wir hätten halt. Ja, ich wollte gerade sagen, wir hätten auf Miltank gehen können. Gott, nein. Ja, wir drücken jetzt Stonehenge. Sie megern. Okay, wir gehen auf Pixie. Ja, warte, killen sie uns mit Pixie? Killen sie? Die können Pixie nicht killen. Wir haben immer noch Unaware. Ja. Können wir nicht reinsetzen. Das Ding ist, wir killen aber auch nicht. Können wir nicht auf Fracture und. Wir killen nicht. Und Flareblitz kann killen. Fuck. Können wir nicht auf Fracture? Jetzt können wir auf Fracture eigentlich, ja. Soll ich sagen, was wir jetzt machen können? Wir können auf Fracture und D-Dance drücken und dann Scale Shot. Nein, wir sind dann immer noch langsamer. Nein, wir sind auf +2 dann. Ja, aber. Okay, wir gehen jetzt rein, drücken Scale Shot, richtig? Nein, wir drücken erstmal D-Dance. Ja, okay. Aber sie killen uns doch jetzt dann einfach. Sie bringen uns auf den Sash, wir haben D-Dance draus, wir sind beide auf +1. Ja. Dann sind sie immer noch schneller. Ja, dann drücken wir Scale Shot, stimmt. Und dann müssen killen wir. Gehen wir mit 2 Scale-Shots? Scale-Shot muss halt erstmal genug treffen. Ja, es trifft 2 bis 5 Mal. Charizard X, ne? Ja. Scale-Shot killt bei 2 Malen schon. Wirklich? Ja. Wir können einfach auf Scale-Shot drehen. Okay, dann gehen wir in Zadragon. Ja, in Zadragon und drücken Scale-Shot. Okay, Scale-Shot hat 90% Treffchance.
Mach bitte Scale Shot. Wie gesagt, wenn sie jetzt rausgehen, haben sie auch verloren. Ja. Das andere Teil ist langsamer. Bitte das trifft Ding, den Scale Shot einfach. Das Ding ist, das Problem ist halt. Ja. Terra Aura kann uns halt wahrscheinlich easy. Aber egal. Wenn jetzt Borsi auf die Dance geht, dann sind sie. Unterschätzen niemals einen. Dings. Ja. Okay. Ich glaube halt, das wird ein 4-0. Ich sag ein 5 vielleicht sogar. Weil ich glaube, das haben wir. Hätten wir den Missile Play nicht gemacht, hätten wir wahrscheinlich sogar vielleicht 6-0 gewonnen. Oh. Nein, dann hätten wir nicht, weil wir hätten dann halt einen Close Combat auf dich drauf geböllert. Ja. Okay. Aber was wären wir danach gegangen? Weil ja, sie könnten alles gut, halt alles gut. Ich sage wirklich, wir haben einfach nur safe gespielt und Pinsel gewinnt gegen Zoroora und gegen Silvelli. Ja, komm. Okay, jetzt was drücken wir. Wir drücken einfach Scale Shot. Machen jetzt mit Sadragon Dinge und bleiben jetzt einfach drin, bis irgendwas tot ist. Ja. Wir haben keinen Mold Break, Wir können uns nicht zweimal angreifen. Wir haben keine Attacke, die Items frisst. Nee, sie haben Earthquake übrigens. Also sie haben keinen T-Punch. Das heißt, sie müssen sich chippen gegen. Also wir gewinnen notfalls gegen sie noch. Weil wir haben den Rocky Helmet und sie müssen sich chippen gegen Skarm. Wenn sie jetzt auf Zoroora oder so rauswechseln, ist es um. Ja, gegen das andere Teil, gegen Silvelli, kriegen wir Chip drauf und Follow-Uppen danach. Mit Stomping Tantrum. Ja, also ich hoffe, wenn sie rausgehen. Wenn sie rausgehen, drücken wir erstmal die Dance nochmal, ne? Das weißt du. Ja. So halt, ne? Okay, jetzt einfach nur diesen Scale Shot treffen. Bitte. Okay, sie brauchen ein bisschen. Wir müssen ein bisschen kommentieren. Eieieiei, das. Okay, dieses Match hat Form angenommen. Okay, nicht. Wir müssen. Als ob. Ja, das glaube ich jetzt. Nein, tun wir nicht. Eigentlich schon. Ging das nicht down. Obwohl, Flare Blitz geht halt einfach. Ja, wir drücken jetzt nochmal Scale Shot. Ja. Nee, oder? Somit, wir müssen nochmal. Okay, skip. Jetzt gehen wir in. Eigentlich. Scum. Nee, Scum bringt nichts. Scum stirbt. Obwohl. Kann Scum das Ding killen? Doch, Konter. Wir drücken einfach Konter jetzt. Warte, nein. Doch, wir sind auf. Doch, wir nehmen aber keinen. Dicker, dieser Mist gerade. Können wir in Pixie? Warte, weil sie müssen das Flare Blitz drücken. Ja, das geht aber. Ja. Weil wir nicht defensiv spielen. Ja. Aber dann also haben sie einen Flare Blitz auf plus 1, na. Das geht. Also Flare Blitz auf plus 1 geht Miltank. Flare Blitz auf plus 1 geht Kinsia. Es geht. Ich bin halt ehrlich. Ja. Wir müssen auf. Die gewinnen das noch, bin ich ehrlich. Ja. Weil die bringen sich halt selber um. Sie müssen in jedem Fall. Jetzt müssen wir ins Scum, oder? Wir müssen jetzt ins Scum. Ins Scum, ja, wir müssen Scum senken. Ja, wir gehen ins Scum. Und wir drücken jetzt hier Konter. In Hoffnung, dass wir einen Hit leben. Was wir nicht. Wenn sie jetzt nochmal Dragon Dancen. Aber sie chippen, wir müssen jetzt Konter spammen, richtig? Nee, müssen wir eigentlich nicht. Wenn sie jetzt nochmal Dragon dancen. Ja, die killen uns aber nur mit Flare Blitz. Ja. Weil deren letzter Move ist probably Roost. Dragon Claw? Ja, ihr könnt einen Roost dabei haben. Wenn Roost, dann GG, aber. Ja, wenn sie Roost drücken, dann ist eh GG. Ich bin halt. Ich weiß nicht, ob Scum der Player. Ich glaube, wir hätten sogar Pixies. Können sie immer noch Pixie sacken? Nee, wenn sie jetzt Roost, dann ist EGG. Also, was ich halt sagen wollte, Pixie sacken wären sie halt in der Range gewesen, wo wahrscheinlich ein Iron Head gekillt hätte.
Ja, wir haben immer noch den Rocky Helmet übrigens. Also sie chippen sich so oder so. Ja, sie wir chippen sich Konter. So. Sie chippen sich halt komplett an. Ich sag Konter ist der Play jetzt hier. Das müsste halt. Jetzt kommt, wir leben nicht, okay. Aber sie chippen sich an. Gut. Ja! Okay, wir müssen. Können wir ihn tun hier? Nein, können wir nicht, bis der Aurora lebt. Ja, aber wir sind schneller als der Aurora. Ja, wir können. Ja, wir können ihn pinsieren. Wir können ihn pinsieren. Ja. Oder? Ja, doch. Doch, wir können ihn pinsieren und drücken jetzt einfach CC. CC reicht, glaube ich, oder? Reicht CC gegen Silvelli? Wenn nicht, können wir EQ drücken. Pinsieren. Ja, CC. Also Zero Aura killt sich eigentlich mit dem Live-Orb jetzt selbst übrigens. Es kann nur noch zwei Attacks ausbildern. Wir gehen hier im Bug of Break, das ist ja klar. Warte kurz, noch nicht. Ich will nur gucken. Bin ich deprimiert gerade. Oh. Ja, der Miss war gerade echt. CC macht den meisten Damage. Wir drücken CC. Auf der Range kann sogar unser CC killen. Obwohl eigentlich ist Silvelli halt jetzt hier deren Play, ne? Ja, gehen wir Miltank. Wir könnten halt. Ich sag jetzt, wir gehen in den Miltank. Ja, komm, wir gehen in den Miltank. Ich glaub noch nicht, Pinsir. Ja, Silvelli kommt. Body Press? Wir drücken einfach Body Press. Ja. Dann haben wir gewonnen. Nice. Crit sogar, okay. Ja, mit aber natürlich nicht. Defog. Defog ist egal. Drücken Body Press. Egal, wir haben den Win. Also nichts hält uns eigentlich auf. Wir haben noch nicht gewonnen. Was soll uns aufhalten? Wir droppen jetzt hier einfach Miltank. Drücken jetzt hier Body Press. Thunderbolt kommt. Und Back of Break. Wir gehen auf Back of Break. Gut, wir drücken Earthquake. Nee, warte, oder drücken wir irgendwas anderes? Wir drücken einfach CC. Ja. CC reicht. CC kann nicht missen. GG. Ach, come on, Alter, der fucking Miss. Digga, wir haben gewonnen. Ja, wir haben gewonnen, aber ja. Es triggert trotzdem. Ja, der Miss war tatsächlich. Also, wir hätten aber ab dem Zeitpunkt. Aber war Fracture geil eigentlich. Boah, Alter, das tut mir so weh, dass das Ding keinen Kill gemacht hat, ne? Ja, wir wären danach auf 1 gewesen und ach, das wäre halt so ärgerlich gewesen. Aber ich glaube, es wäre 4-0 dann geendet, weil Zero Aura wäre dann immer noch schneller, hätte uns dann vielleicht gekillt. Übrigens, der Raiden-Play mit Aurasphäre war sehr eigentlich. Es war scheiße, weil eigentlich hätten wir auch. Weil das Ding ist, es hätte nichts geändert. Soll ich sagen warum? Okay, sie haben ein bisschen mehr Chip bekommen. Aber ich glaube, sie werden trotzdem, sobald wir im Pinsel sind, werden sie rausgewechselt. Das heißt, wir hätten basically Raiden noch ein bisschen sparen können. Ja, aber Raiden hätte vielleicht noch was gegen Lurak gemacht, aber der hat halt den Earthquake dabei. Und ich glaube, wir haben das eigentlich solide gespielt. Wir haben das wirklich eigentlich total clean gespielt, bis auf den Scaleshot-Mist. Der hat uns dann halt ein bisschen rausgeworfen, aber wir haben ab da eigentlich auch immer noch safe gespielt und wir hatten immer noch einen Bellydorn Pixie in der Hinterhand, also. So. Wir hätten so was gewonnen. Wir jetzt machen? Was? Wir gehen ein bisschen auf die Tabelle ein. Gucken uns jetzt mal ein bisschen was an. Wie haben wir jetzt? Ja. Also. Was wir jetzt sagen können ist. Wir müssen jetzt halt gucken. Wir sind weiter auf dem Weg nach oben. Wir stehen jetzt mit einer Zweierdifferenz. Und es liegt halt wieder daran, es kommt drauf an, ob Memos oder Nervensäge gewinnt, ob wir halt Vierter oder Dritter werden. Oder halt, nee, wir kommen mit der Differenz nicht an Hexelfeed oder Pirandragestand. Das ist klar. Ja. Heroic, also wir können nicht eingeholt werden, das heißt, wir sind safe Fünfter bis Dritter. Was uns freut, für TTT sieht es halt nicht gerade geil aus, weil. Jetzt halt die nächste Niederlage ist halt nicht gerade geil, die sind immer noch auf 6 Punkten. Sobald ein Team unter denen gewinnt, oder halt Wortis oder Vaping. Ja. Nein, das Finanzamt ruft auf. Jetzt mach weg wieder. So, sind die halt über denen, ne? Ist halt. Wir können nichts machen. Kills bei uns habe ich am Anfang aufgeschrieben, danach gar nicht mehr. Aber wir klingen gerade so traurig. Oder wir haben gewonnen. Alles gut, ja, ich weiß, aber der Mist zieht einen so ein bisschen runter. Ja. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden.
Sehr zufrieden. Ja, aber erste Live-Aufnahme, wir haben gewonnen. Ich bin total zufrieden. So, ihr bekommt das Video hoffentlich am Sonntag. Ja. Das heißt, ich werde mich maybe Samstag oder morgen, also mich gerade am Donnerstag, dran setzen, ein Video schneiden. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr Live-Aufnahmen sehen wollt, ihr könnt uns gerne was in die Kommentare schreiben, wenn ihr... Sag mal, ob Live-Aufnahmen ab jetzt immer haben wollt für die Spieltage oder erst ab dem Playoffs. Zumindest so, ob wir Zeit haben, weil wir haben ja nicht immer Zeit, leider. Ja, aber heute hat sich ja gut angeboten. Insgesamt finde ich, war ein guter Spieltag. Doch. Ja. Wir waren leicht aufgeregt, aber die Aufregung ist jetzt weg und mir ist nicht mehr kalt. Also, meine Beine tanzen keine Polka mehr. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächsten Spieltag gegen. Ich habe keine Ahnung, das werdet ihr nächste Woche erfahren. Bis dahin. Ciao.